Was gescheit? Was geht auch? Oh. Ihr habt es im letzten Video gesehen, genau hier bin ich. Ich hätte auch schon mal mein Zeug ausmisten können. Aber ich denke ja auch gerade Rückweg ist ja das Interessante, ne? Von allem der Assi da draußen auch, ne? Das ist der Grund, warum ich verreckt bin. Und ich bin immer noch der Meinung, na, das sind sicher zwei. Sehe ich gerade. Ich bin auch irgendwie so ein bisschen der Meinung, wenn ich andersrum gehen würde, wäre es vielleicht gescheiter. Aber das habe ich schon probiert, weil das hier ist das zweite Backup schon. Aber das zweite Backup, das hat ja auch damit was zu tun, weil ich die Waffe nicht durchgeladen gehabt habe und bloß noch zwei Schuss. Er macht mir immer so Angst, wenn er da bloß blöd rumsteht, ne? Und nur noch zwei Schuss hatte. So, aber jetzt ziehen wir durch. Naja, noch nicht ganz, ne? Ich merke das schon. So, komm. Der hat mich schon wieder gesehen, ne? Ja. Blöder Assi, ey. Es ist so ein gefährlicher Weg, ne? Von allem, der wird jetzt vielleicht sogar hier hochkommen, ne? Ich meine, gut, ich schieß immer noch, ne? Jetzt schießt auch noch der zweite. Ja. Ich brauche ein wenig Pause. Vielleicht auch die Waffe weglegen. Letztes und vorletztes Video hat es wieder ganz schön geklickt, ne? Also ich habe natürlich jetzt wieder ein bisschen rumgeschraubt. Ja, es gibt bestimmt schon einige, die vielleicht schon gar nicht mehr zuschauen oder die sich denken, ja, das sagt er jetzt jedes Mal. Aber nee, Fakt ist, mir taugt es selber nicht, wenn das da die ganze Zeit so rumleckt, weil es ist so ein geiles Spiel, das ich auch extrem gern spiele. Ja. Und mir liegt natürlich schon was dran, dass meine Videos auch gut ausschauen, ne? Das ist mir schon wichtig, ne? So, zack, wir sind jetzt am Boot. Gott, hopp, 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 hopp. Komm gleich wieder, ich hab nasse Füße.
So, hier, also AK habe ich natürlich das zweite Mal nicht gefunden. Ne? Ja, wenn die Füße sind, klatschen das. Mine, naja, ich würde es den gammlichen, auch den gammlichen, aber ich würde es ja auch den dämlichen Max vor die Füße schmeißen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so funktioniert. Es wäre vielleicht sogar das Beste, wenn ich auch jetzt dann gleich nochmal ein Backup erstelle, ne? Denke ich mir. Na, ich habe auch keine 9 mm Kunden, soweit wie ich das jetzt hier mitkriegt habe. Natürlich auch ein bisschen nervig. Ja, den können wir erst einmal rüber tun. Also ich muss auf jeden Fall ja auch nochmal darüber. Also dahinter. Wo ich ja gerade war. Also ich muss diesen verdammten Weg auch nochmal zurück. 9 mm. Ja, das dachte ich schon, gell. Ey, der war jetzt klug, ne? Aber ich wollte eigentlich schon wieder längst einmal nachladen. Ihr seht hier, das ist nämlich leer. Oder ziemlich leer, ne? Mit dem Schuss habe ich mich vorhin quasi verteidigen müssen und ja. Hat halt nicht so viel gebracht. Ja, Handschuhe. Lass ich aber jetzt auch mal drin. Was mir noch aufgefallen ist, ja, der Bärbel ist immer so heiß. Hier, guckt doch mal. Jo Yoga-Leggings. Ey, und warte mal, vielleicht sieht man das ein wenig. Schau da mal hin, was für eine krass geile Farbe die auch hat, ne? So dieses Tarnmuster. Also, die behalte ich halt erst einmal, ne? So, hier, das geht aber auf jeden Fall weg. Ja, Bärbel, putzt den Asche ab. Gell, hast schon recht. Gott. So, der erste ist voll. Ich bin mehr oder weniger leer, ne? Ich bin eigentlich echt zu voll. Das ist zu viel Müllzeug hier, ne? So, auch der da oben. Ja, komm, den tue ich da weg. Okay. Handschuhe, hat die keine an? Weil wenn nein, dann behalte ich sie natürlich, ne? Und ja, ich mache jetzt dann auch gleich erstmal ein Backup. So, soweit in Ordnung. Dann hätte ich gesagt, wir sehen uns gleich wieder, Leute. So, let's go, da bin ich wieder. Backup ist erstellt. Das heißt, wenn ich jetzt verreck, dann habe ich jetzt wenigstens das Zeug, was ich da einkassiert habe. Waren auch immerhin 2 Nachtsichtgeräte, ne? Da gammelt's. Am gammeligen, wackeligen. Aber irgendwo da auch. Ja, da oben ist wackelt's auch wieder umeinander. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock hier großartig durch die Gegend zu ballern jetzt hat, ne? Gerade jetzt auch hier, weil ich wenig Möglichkeiten habe, irgendwo in ein Fenster zu springen. Naja, super. Das war mir so klar, ne? Ja, jetzt kommt, geht her. Von allem auch jetzt gerade, wo ich jetzt nicht viel 9 mm habe. Das ist ja das Nervige. Ich meine, gut, die meisten Magazine sind noch voll, aber das kann schnell gehen, ne? Gerade in so einer Base sind natürlich ein paar mehr Gammliche unterwegs, komischerweise. Naja, was heißt komischerweise? Ist ja klar, ne? Wir wollen es ja auch ein wenig schwer machen, ne? Ja, Bärbel, mir ist ziemlich warm. Warte mal kurz. Ja, hier, Jacke gerade mal weg. Hier, weg. Handschuhe. Weg. Willst du wieder dein Klötz zeigen, oder? Na, hier, schau mal. Warum nehme ich die überhaupt mit? Warum habe ich die überhaupt anzogen? Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich die irgendwann noch mal ausgerüstet habe. Also. Gott. Soweit in Ordnung.
der Weg mega gefährlich, ne? Also, der Weg hier unten, hier lang, ne? Nervt mich wie Sau. Ja. Ja, my little friend, was? Was der labert? Sentinel, my little friend? Ist das jetzt nochmal anders? Also, ich sag euch ehrlich, die machen mir schon echt ein wenig Angst, ne? Manchmal wittern es ja auch irgendwie, dass ich in der Nähe bin. Oha. Hier haben wir nämlich schon wieder den Kollegen. Von allem der Kollege da. Der hier, der macht, der ist extrem schwer. Der macht mir extrem Angst. Weil dem sei Laufweg ist halt über... Ah, Mann, Alter. Und jetzt gammelt es erst recht, oder? Mhm. Naja, klar gammelt es. Die gehen mir so auf den Sack, ne? Ist dafür echt erstmal wieder den blöden Weg zurück. Gott, sind es viele. Ja, die hätte ja auch noch. Der zeigt doch dein Glitcher wieder, ey. Oh mein Gott, der kommt hier hoch. Ich hab's gewusst. Ja, das Backup werde ich jetzt gleich wieder erstellen dürfen. So auf den Sack. Das ist echt Wahnsinn, ne? Und dann auch noch die Gammlichen. Kombination Gammlich und die Kollegen extrem schwer. Nein. Dann machen wir es halt jetzt mal kurz so. So, hier. Ich sehe halt wieder gar nichts. Warst du schon? Okay. Gucken wir lieber nochmal nach. Ja, das war ja eh voll hier. Da rein. So. Ja, also ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll, ne? Ja, da vorne wackelt auch wieder einer rum. So ein ganz gammlicher. Also der Weg davor, der ist extrem schwer. Da oben ist auf jeden Fall Auermeck. Da brauche ich gar nicht langlaufen. Da brauche ich eigentlich auch nicht langlaufen. Da sehen sie mich ja gleich. Ach, Bärbel, ich habe Durst. Ich muss aufs Klo. Ich muss dieses. Ich muss jenes. Hier weißt was. Wegbechert und weggeschmissen von allem die Flasche. Ja, man hat ja immer so ein bisschen an Druck, ne? Ja, so, ich zeige jetzt da das Video. Ich kann doch jetzt hier nicht stundenlang stehen bleiben. Und nichts tun. Das habe ich auch nicht wirklich vor, ne? Aber ich will auch nicht ständig draufgehen. Und ja, Leute, so dürft ihr das nicht machen, sondern ich muss mir das echt ein bisschen gut überlegen, ne? Wie ich das am geschicktesten mache. Na, das sind sicher zwei jetzt schon.
Ah, wie er wieder guckt, ne? Wie er wieder guckt. Er guckt genau in meine Richtung. Ja, wäre er jetzt nicht, dann wäre es vielleicht auch halb so schlimm und ich könnte hier abkürzen. Na, weil das Problem, wie gesagt, es sind ja auch nicht nur die Max, sondern die Kombination Max und Gammliche. Da oben ist auch einer. Da drin hat es einen Lacher. Hier war ich so noch nie, ne? Und er lässt sich auch hier schon gar nicht sehen am Fenster. Dass er ihn auch ja nicht wegmachen kann, ne? Ist das die Baracke der Mützen oder was? Okay, da kommt er runter. Ich muss aber echt aufpassen, dass ich mich nicht hier auch einmal so eine richtige Sackgasse manövriere. Ne? Ich will jetzt dann da hoch und da links ran vorbei. Ich hoffe, das funktioniert überhaupt. Das Ding halt, hier war ich noch nie, ne? Der ist jetzt gerade vorbeigelaufen. Ja, ich meine, klar, die Helme, ne? Die sind halt auch ordentlich was wert, ne? Aber hier will ich eigentlich gar nicht sein. Klar, Abschaum ist nämlich natürlich mit. Aber eigentlich, wollte ich schon weiter. So im Großen und Ganzen hat sie aber auch echt nichts Gescheites, ne? Naja, ich denke, ich werde hier raus, oder? Der hier oben. Der braucht nämlich recht lang, bis er wieder da ist, ne? Jetzt kommt er wieder. Aber den Rückweg, ne? Wollte ich trotzdem schon ein bisschen anders nehmen, ne? Eigentlich hätte er schon reingeschaut, ne? Dann auch noch dieser verranzte Lacher, ne? Ja, den Halfter nehme ich jetzt nicht mit, weil ist nicht viel wert und ich habe ja einen. Nee, echt bloß Klamotten, ne? Und ein paar Scummies. So. Oh Mann. Ja, ich bin schon echt ein bisschen so unterm Druck. Ich bin ja froh, dass hier irgendwo... dass hier wenigstens Treppen sind, ne? Ja, da ist auch nochmal so ein Eingang, ne? Soweit ja eigentlich ganz guter Weg, ne?
Und hier drin war ich schon, ne? Jetzt habe ich auch echt einen riesen Bogen gemacht, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wohin ich da überhaupt noch wollte. Ja, ich muss noch ein Stück. Da, schau, schau, wie er schon wieder guckt. Der schaut schon wieder direkt in meine Richtung. Hier ist das dumme Haus. Da muss ich hin. Wie er stehen bleibt, ey. Schaut ihn euch an, ne? Das meine ich mit, ne? Die sind so ein bisschen unberechenbar, ne? Die machen mir echt ein bisschen Angst. Weil bei denen weißt du nie genau, wo dran du bist. Auch der da. Ist mega dumm. Obwohl er eigentlich lange Wege zu laufen hat, ne? Und der bleibt jetzt einfach stehen, ne? Und so wie es ausschaut, wird es dann wieder dunkel, also... Wir haben einen kompletten Tag hier verbracht, ne? Ja, und ich sag auch mal so, ne? Wenn ich dann hier in den Häusern war und da hinten, ich glaube, das hintere Haus, da muss ich glaube ich nochmal reinschauen, ich bin mir nicht ganz sicher, der bleibt halt echt stehen, ne? Das ist so ein Assi. Also ins hintere Haus muss ich nochmal reinschauen. Die Päckle, was außen drum rum sind, und dann wollert ich eigentlich nicht diesen selben Weg, sondern wie vorhin. Wäre eigentlich am vernünftigsten. Aber der bewegt sich halt einfach nicht, ne? Wie sich das anhört. Jetzt würde man so eine Nachttischlampe anschalten. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, ne? Gerade auch wie hier dem da. Er steht jetzt genau da, wo ich hin muss. Mich würde da auch echt einmal gern interessieren, wo so den ihr Radius ist, ne? Ab welcher Entfernung die mich entdecken. Weil das kommt mir auch immer so vor, ne? Klar, probier's halt aus, ne? Würden jetzt einige sagen. Das kommt mir nämlich auch immer so vor, als dass es jedes Mal ein bisschen anders ist. Das ist bestimmt jetzt Angstschiffen, was er da hat. Das Einzige, was ich vielleicht noch machen könnte, ist, dass ich dann da runter gehe und dann so rechts rüber. Ja, weil der bleibt da jetzt erstmal wahrscheinlich echt stehen. Da, der ist ja auch fast hier oben auf der Straße, ne? Ja, das sah schon so aus, als hätte er mich wieder fast gesehen. Hey, wie er schon da steht, ne? Echt, I hate you dermaßen, ey. Ja, ich kann auch jetzt hier nicht runter. Davon ist ja auch nochmal einer, ne? Also hier, dieses mittlere Stück, das ist dermaßen heftig abgesichert. Das ist zum Kotzen. Das bringt nichts, ne? Ich kann da nicht vorbei und ich kann da jetzt auch nicht weiter runter. Ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht. Dann runter. Dann dahin das Haus, wenn möglich. Jetzt, wenn der hochläuft, wäre es vorbei. Und ich hoffe, das reicht jetzt. Ich hätte auch gesagt, ehrlich, ohne Mist. Ich schaue jetzt dann nur noch dahin. Einmal, geh hin, nimm das Zeug mit und ich gehe dann da. Also hier gehe ich nicht mehr hin. Ne? Hier
Hier auf der Base eh noch wegen was zu tun. Ach, schaut mal, er läuft gar nicht so weit. Ah, okay. Ah ja, so ein bisschen, ne? Ja, so Schiene, ne? Das ist klar, die nehme ich mit. Ja, jetzt hat er wieder so richtig gutes Zeug in so bescheuerten Holzkisten, ne? Wo sonst nie was. Ja, hier auch noch 9 mm. Wo sonst nie irgendwas drin war, ne? Ich bin jetzt echt ein wenig angespannt, ne? Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich da durchkomme, weil der da jetzt da rechts auf der Straße ewig rumsteht und meint, er muss da jetzt seine Lebensaufgabe erfüllen. Na, von allem her, ich muss halt jetzt dann da durch. Ja, kann ich klar anlassen. Ganz dunkel die Hütte. Na, das ist das Ding, er läuft nicht weit, ne? Also er hat keinen weiten Laufweg. Das ist echt das Problem. So, wollte ich hierher. Warte, da gammelt schon wieder. Und jetzt hat es auch noch so richtig gutes Zeug, na klar. Gerade hier M19 Schiene, ne, ist auch gerade wichtig. Ja, eben, das sind ja auch noch mal 3 solche Häuser. Da gucke ich gar nicht rein. Bringt sie nichts. Ja, man sieht hier so den Lichtkegel von denen. Hat das damit mit dem Radius was zu tun? Wo sie sehen oder nicht sehen? Hier ist ein bisschen kalt, Bärbel. Aber dagegen können wir immer was tun. Ja gut, also hier ist jetzt eh mehr so Werkstätten und sowas. Da hat es jetzt eh nicht so besondere Sachen, die ich jetzt unbedingt haben wollte oder bräuchte. Ne? Nägel sind wir ja wirklich durch. Ja, deine dünne Schnur, die kannst du behalten, ey. Ja, ne, sei doch. Jetzt, wo ich gesagt habe, ich gehe wirklich nur noch jetzt einmal da runter und das war's dann, kommt lauter so gutes Zeug, ne? Die Bärbel, die sortiert wird, da könntest du echt meinen, wie wenn Tetris gespielt hat, es war Level 1 und dann hat es nicht mehr weiter geschafft, oder? Ja, die stecke ich gleich rein, ne? Dann sind die schon mal weg aus dem Inventar. Brauchen du es ja. Also von Kälte hat es jetzt so nichts mehr gesagt. Platz hier, komm. Oh, Bärbel, ey. Egal was ich mache, ne? Sie muss erstmal an wegstrollern. Das kann man auch komischerweise irgendwie nicht abbrechen hier, ne?
Ist mir schon mal aufgefallen. Also jetzt, wenn halt irgendwas wäre, das könnte nach hinten losgehen. Das machen wir doch auch gleich. Sonst nervt sie mich damit als nächstes. 100 Pro. Ich kenne doch mein Bärbel. Ich weiß doch, wie die ist. Also ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ne? Da zieht man jetzt wieder die coole Hose. Also ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob das jetzt endlich nicht mehr leckt, ne? Das kann ich euch jetzt natürlich nicht sagen. Sehe ich natürlich wieder erst nach den nächsten. Das kann ich euch nach den nächsten zwei Videos sagen. Wie die Gaudi ist. Oder beziehungsweise ich schaue jetzt an. Ja, doch, ich mache zwei Videos und danach gucke ich. Mein Gott, ey. Jetzt werde ich hier nicht mehr rauskommen, ne? Mit mir, Kollege. Knall da deine Goschen weg. Aber das Video ist fast vorbei. Deswegen hätte ich schon gesagt, wir sehen uns dann im nächsten. Also ich gucke jetzt hier noch schnell durch. Dann hätte ich gesagt, wir sehen uns im nächsten. Ja, Rucksäcke und so nehme ich sowieso nicht mit. Also ich muss. Ja, ne? Ich muss auf jeden Fall die Hände frei haben, ne, Elektronikerwerkzeug, ne, auf jeden Fall. So, ich hoffe jetzt wirklich, dass das hier für mich ein guter Speicherpunkt ist, oder halt ein guter Backup-Punkt, ne. Hier steige ich das nächste Mal wieder ein. Ne, jetzt steige ich ein und es hat hier lauter Beißer, das wäre wegen blöd, ne. Kann man durchladen, alles klärchen. Dann hätte ich gesagt, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Reinkaut.